Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen Wochenabschluss. Devisenradar, JFD Devisenradar hier am Freitag, dem 19.02. Ich grüße Sie an dieser Stelle und wir schauen bekanntermaßen häufig am Freitag auf ein Währungspaar, das sich hier auszeichnet durch eine relativ starke Performance. Also rein technisch haben wir hier, und das sehen wir wieder am Loonie, am US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, am Freitag hier statistisch den stärksten Wochentag. Hier hatten wir unlängst allerdings Werte, die gingen schon fast in Richtung 80%, 76 der höchste Wert. Wir sind davon wieder ein Stück weit zurückgekommen. Warum? Das sehen Sie an den jüngsten Entwicklungen hier im Tageschart und hier auch im Stundenchart. Die letzte Tendenz war zuweilen schlechter, Schrägstrich schwächer. Großes Fragezeichen ist eben, wie kann das heute hier weitergehen bzw. ausgehen? Bislang die Schwankungen sehr, sehr übersichtlich. Nahezu alle Währungspaare haben noch einiges an Range technisch vor sich. Und der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, wie gesagt, Freitag aufgrund des statistisch stärksten Wochentages, aber auch aufgrund der aktuellen technischen Situation durchaus einen Blick wert. Große Bild können wir nur ganz kurz drauf eingehen. Wir haben im Prinzip hier die Marke von 1,45. 1,46 touchiert, da sind wir nah dran, das passt ganz gut. Hier große Bodenbildung abgeschlossen. Generell die US-Dollar-HOS hier letztlich seit Ende 2012, im Laufe des Jahres 2013 hier mit dieser Untertassenformation eingeleitet. Hier regelkonformer Henkel, dann Auflösung und dann ging die Party so richtig ab seit Mitte 2014. Also hier technisch eine Glanzleistung. Grundsätzlich wurde hier ein Hoch nach dem anderen ja aus dem Chart genommen und die Performance kannte buchstäblich kein Ende, bis eben dann hier mit Beginn der Stabilisierung oder der Versuche der Stabilisierung des Ölpreises so ein Stück weit hier der Druck rausgenommen wurde aus der Schwäche des kanadischen Dollars. Denn ergo hier generell der große Ölpreisverfall bzw. generell auch die Rohstoffschwäche auf breiter Flur führt natürlich zu einer Abwertung des kanadischen Dollars über die letzten Jahre. Und das gipfelte zuletzt eben hier im Januar bei dem Hoch hier knapp an 1,47. Seither ging es sehr steil zurück. Unlängst hier um den Bereich 1,40 rum bot sich schon mal eine erste Chance, hier einen möglichen Long Trade im Sinne der Trendfortsetzung zu vollziehen. Sie sahen, kurzfristig gelang hier eine kleine Stabilisierung. Dann gab es aber hier am 3.2. nochmal die grobe Kelle. Der Markt sackte deutlich ab und markierte ein neues Mehrwochentief. Dann Erholung zurück an dieses einste Level, was hier eigentlich als Unterstützung fungierte. Das Niveau um ja 1,3975 plus minus ein paar Pips ist jetzt deswegen rot ein Widerstandsniveau. Diese Abwärtstrendlinie wurde zwar durchbrochen, aber exakt an diesem einzelnen Unterstützungsniveau jetzt Widerstand scheiterte der Preis abermals, kam hier eben deutlich zurück und Sie sehen hier insbesondere am 17.02. gab es nochmal einen obendrauf und jetzt hängt das Währungspaar so ein Stück weit in Seilen. Was interessant ist, wir haben hier im Bereich um 1,3670 eine Unterstützung auszumachen. Rührt auch hier mit diesen kleinen Kerzen her, da kann man schon ein Stück weit hochgehen, noch 1,3680. Jedenfalls hier diese Zone, ja, die kann als leichte Unterstützung durchaus angesehen werden. Die große Preisfrage ist eben, ob das eine nachhaltige Geschichte ist oder nicht. Also es ist als Unterstützung selbst ein Stück weit ja, zu hinterfragen. So ganz bullisch wirkt das in meinen Augen noch nicht, aber es ist zumindest an diesem Niveau eine leichte Stabilisierung bzw. Stabilisierungsversuche sind hier zu erkennen. Mit dem heutigen bullischen Wochentag stellt sich eben jetzt mal die Frage, ob der Markt hier wirklich die Power hat, heute nochmal nach oben zu ziehen. Wir sind aktuell 48 Pips gelaufen. Im Schnitt bewegt sich das Paar so, ja, aufgrund der Zunahme der Wolla dann doch schon Richtung 125, 150 Pips. Also hier kann durchaus noch eine große Kerze kommen. Da muss man, wie gesagt, beobachten, wie das Währungspaar sich dann im weiteren Tagesverlauf jetzt noch verhalten wird. Grundsätzlich, wie gesagt, wir haben vom Wochentag, von der Wochentagsstatistik ein bullisches Momentum. Heute auch noch interessant, wir bekommen aus den USA 14:30 Uhr Konjunkturdaten und gleichsam wieder, und das ist für den Freitag nichts Ungewöhnliches, auch 14:30 Uhr aus Kanada und insbesondere am Freitag da eben zuletzt immer wieder, also auf Sicht des letzten Jahres, ganz klar bullischer Bias für den US-Dollar, was eben dazu führte, dass wir hier von der Wochentagsstatistik einen sehr, sehr bullischen Wert hatten. Überdies, der wurde auch in den Montag hineingetragen und wir sehen hier 165% positive Schlusspreise am Montag. Also das ist zum Wochenabschluss und dem Wochenstart hier eigentlich ein grundsätzlich positiver Bias, wenn da nicht neben der Wochenstatistik hier die Saisonalität wäre. Da sehen wir nämlich das, was das Ganze ein Stück weit ins Schwammige bringen lässt, denn die jüngste Korrektur reicht hier bis zum 50er Retracement Level seit dem Hochpunkt oder seit dem
Bewegungsimpuls vom Oktober und dem Hochpunkt hier vom Januar. 50% hier dieses Level haben wir touchiert, da hängen wir so ein Stück weit genau dran. Und ja, die Saisonalität deutet mit Blick auf die nächsten 20 Tage hier mal schon keine weitere Stärke an. Also, neues Verlaufstief, und das kann man schon mal schlussfolgern, wenn es hier dazu kommt, dass das Niveau um 1,3675 unterschritten wird per Tagesschluss, dann ruft relativ schnell die Marke hier von 1,3540 rund und dann kann man auch durchaus noch von einem tieferen Rücksetzer ausgehen, der dann sogar hier bis zu dieser grünen Zone reichen würde. Dann machen wir aber mal eine horizontale Linienstruktur draus, die dann eben hier knapp bis 1,3430 reichen könnte. Das wäre dann allerdings auch wirklich ein schönes Niveau, um nach möglichen Stabilisierungen zu suchen. Rein technisch, wie gesagt, die Aussicht immer noch sehr, sehr schwammig. Trotz des heutigen bullischen Wochentages könnte es, wenn es hier nochmal zu einer Schwäche kommt, gerade aufgrund der Daten von heute Nachmittag, hier zu einem weiteren Preisverfall kommen und ein neues Mehrwochentief, also hier unterhalb des Tiefs von Anfang Februar, wäre dann in jedem Falle unterhalb von 1,3639 wäre dann im jeden Fall dafür zu werten, dass es durchaus nochmal 150, 200 Pips tiefer gehen kann und hier sozusagen die laufende Schwäche noch kein Ende gefunden hat. Das muss man ganz klar unterstellen. Die Saisonalität ist schwach, der Chart ist angeschlagen, ein neues Verlaufstief dürfte hier eher bärisch wirken. Deswegen machen wir hier mal den blauen Pfeil hin in Richtung durchaus weiterer Tiefs. Dann muss man sehen, ob die Schwäche des US-Dollars weiter anhält. Grundsätzlich erwarte ich auch hier tendenziell eher einen stärkeren Euro gegenüber dem US-Dollar. Also der US-Dollar scheint mir hier ein Stück weit in den Seilen zu hängen aktuell. Kurzfristige Erholung könnten für den spekulativ orientierten Anleger hier durchaus auch als günstigere Einstiegschance dienen. Auch vor dem Hintergrund der Saisonalität durchaus interessant. Hinfällig wäre das Ganze, wenn wir hier über 1,40 rausziehen. Dann muss man sagen, hat der US-Dollar sicherlich seine alte Stärke wieder zurück und dann dürfte es hier eher anziehende Preisnotierung geben. Soweit mal zur Einschätzung hier am Tageschart. Speichern wir gleich mal und halten das fest für den Screenshot. Und in der Stunde, was haben wir hier? Heute, wie gesagt, bullischer Wochentag. Was ein Stück weit hilft, ist hier diese Unterstützung auf Intraday-Basis 1,36. Da haben wir das, was ich auch im Tagesschart habe, 1,3675, 1,3685. Da lässt sich hier, wie gesagt, oder ließ sich hier im Dezember, hier dann jetzt im Februar und dann auch nochmal zuletzt hier während des gestrigen und vorgestrigen Handels eine Unterstützung identifizieren. Zoomen wir uns mal richtig rein in den Chart, da sehen wir eben auch hier natürlich eine schöne Abwärtsimpulsstrecke, die man hier auch jetzt mittlerweile mit so einer Trendlinie einfangen kann. Das Ganze dann auch hier in einen Kanal gepresst, sieht dann entsprechend so aus und da wird es eben spannend, was wir hier oben machen. Hier Kreuzwiderstand 1,38, 1,38. 15, da müssen wir erstmal rüber aus dem Intraday-Bereich. Das wirkt aber, wie gesagt, für mich hier alles nicht so konstruktiv. Also Bodenbildung in Arbeit, aber generell scheint hier eine weitere Schwäche durchaus denkbar. Also, das wäre es schon gewesen für den heutigen Devisenradar. Wenn Sie mögen, nachher, heute Freitag ausnahmsweise, das Webinar zur Sendung. Wir haben verschoben von diesem Mittwoch auf Freitag. Wenn Sie Lust haben, mit mir über den Währungsmarkt zu fliegen, dann schalten Sie ein, kostenfrei 15 bis 16 Uhr. Wollen wir doch mal sehen, was die Märkte uns da zu bieten haben. Und den kanadischen Dollar im Nachgang nochmal beschauen, ob hier nach den Konjunkturdaten aus den USA und aus Kanada dann ein möglicher Bewegungsimpuls, eine mögliche Tendenz für die kommende Woche sich ausmachen lässt, neben dem, was wir jetzt hier skizziert haben. So, dann, liebe Zuschauer, wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Zeit. Ihr Christian Kämmerer und weiterhin viel Erfolg bei allen Ihren Aktivitäten. Und tschüss, beste Grüße, auf bald.